macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Ja, wir haben Advent und im Advent sind wir gewohnt, Türchen zu öffnen. Sei es daheim an unserem Adventskalender oder sei es, wenn wir zum Gottesdienst gehen, dass wir die Tür zur Kirche aufmachen. Da haben vielleicht einige sich schon gefragt, was ist denn hier passiert an Maria Rosenkranz? Was ist denn das für eine neue Tür? Herr Pfarrer, diese neue Tür sieht aber gar nicht schön aus. Natürlich ist das nicht unsere neue Kirchentür. Unser schönes Portal ist im Moment in einer Werkstatt und wird renoviert. Und wir haben eine Ersatztüre für diese Zeit. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist das ein gutes Bild für unsere Zeit, dass wir in vielem uns fühlen, als wären wir wie in einer Notlösung. Wir hätten es mit Ersatzdingen zu tun. Es ist nicht so, wie wir es gewohnt sind. So eben auch mit dieser Ersatztüre. Aber jeder kennt das aus seiner Kindheit im Advent. Das Entscheidende sind nicht die Türchen am Adventskalender. Das Entscheidende ist, was dahinter ist, was uns drin erwartet. Gehen wir also mal rein. Hier drin in unserer wunderschönen Kirche St. Maria Rosenkranz in Wersten sehen wir in diesem Advent nämlich etwas ganz Besonderes. Wir haben über unseren Köpfen hunderte von Sternen. Sie leuchten und sie zeigen uns den Weg nach Bethlehem, hin zur Krippe. Gott wird geboren in Jesus Christus in Bethlehem vor 2000 Jahren, ja. Aber mindestens genauso wichtig, und das ist der Grund, warum wir jedes Jahr neu Weihnachten feiern, dass Jesus auch in uns geboren wird. Immer wieder neu und jedes Jahr ein bisschen mehr. Das wünsche ich euch allen in dieser Zeit, die vielleicht ein bisschen chaotisch ist und jetzt auch vor Weihnachten sicher noch mit manchem Stress, mit manchem anderen umgeben ist, was uns durcheinander bringt, was uns nicht so Weihnachten feiern lässt, wie wir es gewohnt sind, dass wir das eigentliche Wunder, was Weihnachten auch in diesem Jahr geschieht, dass wir dafür ein offenes Herz haben und dass wir unser Herz dafür bereit machen, bereit, dass Jesus geboren wird, wie damals in diesem leeren Stall.